So, Tag 2 ist angebrochen und wir sind just am Hotel. Und der Florian, ja, was machst du gerade? Du recherchierst, wo wir hinfahren? Oldschool-mäßig hier mit einem U-Bahn-Plan. Ja, Weltklasse. Ja, S- und U-Bahn-Plan. Ja, wir wollen zum Gendarmenmarkt wollen wir. Gendarmenmarkt, weil ich hörte vom Seniore, dass man dort das ein oder andere so ein bisschen kreativ machen könnte. So, und ja, ich will mich jetzt wieder mal ein bisschen überraschen lassen. Also so ein bisschen kennt man ja Berlin, aber ich weiß, dass er Berlin einfach mal 10-mal besser kennt. So, ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir ziehen los. Unter den Linden ein Stückchen mit der U-Bahn gefahren und es ist halt immer wieder geil, dass, also logischerweise, der Fernsehturm ist ja relativ hoch, by the way, falls jetzt wieder Windgeräusche sind, sorry an der Stelle, aber wir sind jetzt hier bei, ja, einer Statue, ich komme gerade nicht auf die Begrifflichkeit, da gibt es noch einen anderen Namen für, ist aber auch völlig wurscht, auf jeden Fall, da ist der Fernsehturm, man sieht es vielleicht auf der anderen Kamera oder auch nicht. So, und den kann man aus allen Lagen hier so ein bisschen fotografieren, ja? Also das ist schon ziemlich cool gemacht mit diesem Fernsehturm. Schöner Fernsehturm, nicht wie in Bremen, so ein hässliches Ding, der ist richtig toll. Ja, wir gehen weiter in Richtung Gendarmenmarkt. So, also das wäre das Ziel hier am Gendarmenmarkt, ja, also die sind hier gerade am Bauen wie die Verrückten und so soll es mal aussehen und dahinter ist gerade quasi Baustelle, genau, und dementsprechend ist jetzt hier nichts, wo man sagen könnte, müsste, okay, lauter LKW, ist jetzt hier nichts, wo man sagen könnte, okay, cool, da kannst du irgendwelche schönen Bilder machen oder sowas, weil halt Baustelle, genau. Und wir gehen jetzt weiter nochmal in Richtung Spree, gucken einfach, was da nochmal los ist und ja, dann schauen wir mal, was da so geht, ne?
Wir sind jetzt einfach mal ganz, ganz entspannt im Humboldt-Forum. Auf tiefen entspannt. Wir werden jetzt hier hinter gleich einen kleinen Kaffee trinken. Und das ist das ehemalige Stadtschloss. Es wurde irgendwie komplett neu wieder aufgebaut. So viel zum geschichtlichen Hintergrund. Und ich konnte ein, zwei Bilder hier machen, die mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Aber wie so vieles ist natürlich auch vieles überlaufen. Was nicht unbedingt immer mir entspricht, weil ich es gerne mag, wenn irgendwie gewisse Dinge nur mit einer Person oder mit einem Pärchen oder so gefüllt sind. Also von daher alles fein. Und jetzt heißt es erstmal ein ganz, ganz kleines bisschen Kaffee genießen. Wir haben jetzt ganz wunderbar Kaffee getrunken, ich habe noch ein Stück Kuchen gegessen. Wir ziehen jetzt weiter und ich werde jetzt in den Schwarz-Weiß-Modus der Kamera switchen, weil ich ja offensichtlich das eine oder andere in Farbe mache, aber ich möchte jetzt ganz gerne in den Akros-Modus der Kamera gehen, weil wir haben ein bisschen Wolken, aber ansonsten haben wir recht extremes Licht. Und ich möchte das jetzt irgendwie versuchen zu nutzen, um die ein oder andere Schwarz-Weiß-Aufnahme zu generieren. Und dann bietet sich das an, den Akros-Modus zu nutzen. Und Risiko haben wir nicht, weil RAW und dementsprechend sowieso in der Nachbearbeitung ja alles möglich ist. Aber mir geht es darum, dass ich im Display oder eben auch im EVF schon Schwarz-Weiß sehe, um einfach mich anders auf die Sache einzustellen. Das ist so die Kernidee. Genau, und man muss schon sagen, und das kann ich irgendwie, wenn ich in so einer fremden Stadt bin, gar nicht oft genug sagen, das ist schon echt geil, so was es hier alles so gibt, wie das so alles aussieht und so. Genau, und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt noch so passiert und was ihr so für Bildchens macht. Aber das wird schon, ich mache mir da gar keine Sorgen. Ja, weiter geht's. Wir sind jetzt im Stadtteil Prenzlauer Berg. Wie man sieht, auch der Kollege hat sich. Ja, die S-Bahn ist gerade laut. So, der Kollege hat sich auch einen Hoodie angezogen, den ganz unauffälligen Hoodie. Ja, wir gehen wieder zurück jetzt von, ich weiß nicht genau, wo wir sind, aber ich sehe hier Max-Schmeling-Halle ist wohl in der Nähe. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zurück, ganz entspannt, entlang der U-Bahn-Strecke, die hier oberirdisch führt. Eben in dem U-Bahnhof schon mal das ein oder andere Bild gemacht, was auch durchaus ganz cool geworden ist. Und vielleicht nochmal eben so ein bisschen Lokalität aufsuchen, vielleicht nochmal im Kaffee hier schnabulieren, ganz entspannt und so. Und dann gehen wir wieder zurück und gucken, was sich hier auf dem Weg dahin noch so ergeben wird. Das ist jetzt so die Idee. Und ich lasse mich, wie auch vorher schon, immer wieder überraschen, was so auf mich zukommt. Wir sind jetzt am Potsdamer Platz und stehen gerade bei einem der Bahnhofszugänge, nämlich
hier runter mit den Rolltreppen. Das ein oder andere Bild mal eben gemacht. Und hier, also in die Richtung hinter euch jetzt, da ist das Sony Center. Da werden wir gleich noch mal kurz reingehen, noch mal kurz gucken, was da so geht. Zugegebenermaßen durch die Größe und ja, ne, Thema Weitwinkel und so weiter, muss man halt so ein bisschen gucken, ob man da irgendwas Sinnvolles kreieren kann. Aber auf jeden Fall jetzt hier beim Bahnhofszugang, da war schon mal so das ein oder andere dabei, was man machen konnte. Und auch hier gilt natürlich wieder, ja, umgucken, schauen, ein bisschen kreativ sein und gucken, was man draus machen kann. Und ich lasse mich natürlich auch wieder ein bisschen von der Location überraschen. Genau. Ja, weiter geht's, ne? Zweiter Tag in Berlin geht zu Ende und wir sind wieder bei einem Italiener und es gibt wieder Pizza Salami und war alles in allem ein ganz wunderbarer Tag. Ich denke, das ein oder andere Bild ist dabei. Hier ist natürlich wieder ein bisschen Trubel mit Straßenbahn und so, also weil es ein bisschen Krach ist. Ja, ist halt so. Und ja, jetzt gibt es ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken, Tag ausklingen lassen, auf entspannt und morgen geht's dann weiter.